Sind Sie bereit, Ihr Leben gegen alle Flüche und negativen Worte abzuschirmen und in allen Bereichen Ihrer Existenz den Sieg zu erklären? Heute werden wir ein mächtiges Gebet erheben und Gottes Gegenwart einladen, um jeden Fluch und jedes böse Wort, das gegen Sie ausgesprochen wurde, zu annullieren. Wir werden den Schutz der Engel gemäß Psalm 34, 7 anrufen und unseren Glauben bekräftigen, um den Fallen des Feindes zu begegnen und sie zunichte zu machen. Bereiten Sie sich auf einen Moment des geistlichen Kampfes und Triumphs vor, in dem jedes negative Wort aufgehoben und jeder Fluch gebrochen wird. Gemeinsam werden wir Gott als unsere Zuflucht und Festung proklamieren und die Verwandlung bezeugen, die er in unserer mentalen, geistlichen Gesundheit und im Leben unserer Lieben bringen wird. Dieses Gebet ist Ihr Schild und Ihre Festung gegen die unsichtbaren Kräfte. Beginnen wir jetzt und treten Sie mit Zuversicht in die Schlacht, wissend, dass der Sieg in Christus Jesus bereits unser ist. Brüder und Schwestern in Christus, heute versammeln wir uns, um einer unbestreitbaren Wahrheit zu begegnen. Wir sind in einen intensiven geistlichen Krieg verwickelt. Diese Schlacht, verborgen im Reich des Geistlichen, wirkt sich mächtig auf unsere physische Welt aus. Der Apostel Paulus lehrte uns, dass wir nicht gegen die Umstände oder Menschen dieser Welt kämpfen, sondern gegen böse Wesenheiten in den himmlischen Sphären. Mit diesem Verständnis erkennen wir, dass wir nicht nur materielle Herausforderungen, sondern auch einen geistlichen Gegner erleben, der im Verborgenen agiert. Es ist von entscheidender Bedeutung anzuerkennen, dass unser Krieg nicht gegen Menschen gerichtet ist, sondern gegen böse geistige Kräfte und Mächte der Finsternis. Diese Entitäten suchen, uns zu verwirren und unseren Glauben zu schwächen. Doch mit Glauben, Anbetung und Gebet sind wir nicht nur geschützt, sondern auch vom Sieg gegen diese Kräfte versichert. Unser Vertrauen liegt nicht auf weltlichen Waffen, sondern auf der göttlichen Macht Gottes, die uns Triumph in allen Lebensbereichen verspricht. Diese Schlacht kann auf verschiedene Weisen auftreten: Konflikte, Herausforderungen, Prüfungen, aber wir stehen fest in dem Glauben, dass der Herr das letzte Wort in jeder Situation hat. Beim Beginn dieses Gebets lade ich Sie ein, aktiv teilzunehmen. Schließen Sie die Augen, wenn Sie möchten, und heben Sie Ihre Hände als Zeichen der Hingabe und Akzeptanz für Gottes Segen. Wenn dieses Gebet Ihr Herz berührt, manifestieren Sie ein Amen in den Kommentaren. Wenn Sie den Sieg über negative Worte und böse Kräfte beanspruchen, tippen Sie "Ich empfange" als Glaubensbekundung. Und fühlen Sie sich frei, Ihre Gebetsanliegen in den Kommentaren zu hinterlassen, denn zusammen sind wir stärker. Herr Jesus, heute erheben wir unsere Augen und Herzen zu dir, in Anbetung und Ehrfurcht. Du bist würdig aller Ehre und Herrlichkeit, und in deinem Namen suchen wir Intervention. Wir kämpfen, Lord, nicht mit unserer Kraft, sondern mit der deinen. Wir glauben, dass jedes Hindernis, das der Feind auferlegt, in Stufen zu größeren Segnungen umgewandelt wird. In dir, Vater, finden wir Zuflucht und Festung, unfehlbaren Schutz vor allen Widrigkeiten. Wir erinnern uns an deine Treue, wie du uns bewahrt und aus früheren Gefahren gerettet hast. Es ist nur durch deine Gnade und Barmherzigkeit, Herr Jesus, dass wir jeden Versuch des Feindes, uns zu treffen, überwinden. Wir sind dankbar für deine ständige Anwesenheit und den Schutz in unserem Leben. Denken Sie jetzt an die Momente, in denen Sie den göttlichen Schutz spürten. Vielleicht haben Sie verzweifelte Situationen erlebt, wurden aber auf wundersame Weise gerettet. Das ist ein lebendiges Zeugnis der Hand Gottes. Während Sie an diesem Gebet teilnehmen, denken Sie an diese Momente und lassen Sie Vertrauen und Glauben in Ihrem Herzen steigen. Und wenn Sie eine Geschichte darüber haben, wie Gott Sie bereits vor negativen Worten beschützt oder diese annulliert hat, teilen Sie sie in den Kommentaren.
stärken wir unseren Glauben gemeinsam mit Geschichten von Siegen und göttlichen Vorkehrungen. Ich lehne ab, verwerfe und mache jeden Plan, jede List und jeden Angriff des Feindes auf mein Leben und das meiner Familie zunichte. Mit glühendem Gebet rufe ich die Macht des Blutes Jesu Christi über mich, wodurch jeder Fluch und jedes negative Wort, das gegen mich gesprochen wurde, annulliert wird. Inspiriert von Psalm 34, 7, der verkündet, der Engel des Herrn lagert sich um die herum, die ihn fürchten, und errettet sie, flehe ich, Herr, dass deine Engel ihre Wache um mich herum aufstellen, mich von allen Kämpfen und Festungen befreien und alles unterbrechen, was mein geistliches Wachstum behindert. Möge ich in allen Aspekten, emotional, physisch und geistlich, von jeglicher Belästigung des Feindes befreit werden. Ich glaube fest an deine Verheißung, dass der Herr treu ist. Er wird stärken und beschützen dich vor dem Bösen. Ich lobe dich, Herr, für diese Garantie des Schutzes vor dem Bösen. Bewahre mich vor allen Fallen und Täuschungen des Widersachers. Ich erkenne deine Treue an und vertraue dir voll und ganz. Im Namen Jesu erkläre ich, dass keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, gedeihen wird und ich weise jede ungerechte Anklage zurück. Vater, halte von mir fern alles, was meinen Seelenfrieden stört, und halte Abstand zwischen mir und diesen Widrigkeiten. Bewahre meinen Seelenfrieden, Jesus. Erhalte Ruhe in meiner Seele. In Widrigkeiten und komplexen Entscheidungen des Lebens gib mir deine Gnade und Stärke, um zu triumphieren. Schenke mir den Glauben, deiner Führung zu folgen und die Kraft, dass der Glaube über die Angst siegt. Hilf mir, Gefühle der Verwirrung und Sorge zu überwinden und die Gewissheit zu haben, dass mit dir keine Waffe, die gegen mich geformt wird, gedeihen wird. Ich lade jeden, der dieses Gebet hört, ein, sich mir in diesem Akt des Glaubens anzuschließen. Wenn Sie diesen Schutz und diese Befreiung für Ihr Leben beanspruchen, äußern Sie "Ich empfange" in den Kommentaren. Teilen Sie Ihre Erfahrungen, wie Gott bereits negative Worte in Ihrem Leben annulliert hat und wie er Ihren Seelenfrieden bewahrt hat. Diese Berichte stärken unseren Glauben und erinnern uns an die Beständigkeit und Macht Gottes. Wenn Sie sich von diesem Gebet angesprochen fühlen, äußern Sie ein Amen in den Kommentaren. Darüber hinaus, wenn es etwas Spezifisches gibt, wofür Sie beten möchten, hinterlassen Sie Ihr Anliegen in den Kommentaren. Wir bilden eine mächtige Gebetskette und gegenseitige Unterstützung. Erinnern Sie sich daran, wenn wir unsere Stimmen zum Gebet erheben, bitten wir nicht nur, sondern verkünden auch den Sieg, der bereits in Christus gesichert ist. Indem wir unseren Glauben bekräftigen und die negativen Worte zurückweisen, bereiten wir den Weg dafür, dass Gott Wunder in unserem Leben wirkt. Lasst uns gemeinsam den Widrigkeiten gegenübertreten, im Bewusstsein, dass wir mit Gott an unserer Seite mehr als Sieger sind. Stern. Ich rufe das Blut Jesu über jedes Familienmitglied, um Schutz und Sicherheit zu bitten. Mit unerschütterlichem Glauben erkläre ich, dass die Kräfte des Bösen keine Herrschaft über mich und meine Lieben haben werden. Herr, ich übergebe mich und meine Familie vollständig in deine Hände. Wir markieren die Eingänge und Fenster unseres Hauses mit dem Blut Jesu, um unseren Schutz in deinem mächtigen Namen zu versichern. Möge deine Gegenwart wie eine Feuersäule sein, die unser Heim jede Nacht bewacht, ein sichtbares Zeichen deines Schutzes und deiner Gegenwart. Du hast versprochen, Herr, dass du Krankheiten und Gebrechen von mir fernhalten wirst. Deshalb verkünde ich, dass Krankheiten und Gebrechen fern von mir und meiner Familie sind. Beschütze uns, o Gott, vor allem, was uns verborgen ist und nach uns trachtet, Schaden zuzufügen. Kein Dämon, unreiner Geist, ererbter Fluch oder Unglück wird uns treffen dank deines Schutzes. Bewahre mich und meine Lieben im mächtigen Namen Jesus Christus von Nazareth, dem Namen über alle Namen.
Ich glaube fest an dein Wort in den Psalmen 91, das Schutz vor nächtlichem Schrecken und tagtäglichen Bedrohungen verspricht. Ich nehme dieses Versprechen mit Glauben und Dankbarkeit an. Gewähre mir den Glauben Moses, damit ich, wenn ich zu deinem Werk gerufen werde, keinen Zweifel in meinem Herzen habe. Dass ich den Glauben habe, über Wasser zu wandeln und den Stimmen des Zweifels trotze, die sagen, du kannst das nicht oder du wirst keinen Erfolg haben. Ich bete für einen mutigen Glauben, der mich sagen lässt, mit Gott ist alles möglich. Nun lade ich jeden, der dieses Gebet hört, ein, sich mir in dieser Glaubenserklärung anzuschließen. Wenn Sie diesen Schutz und diesen kühnen Glauben für Ihr Leben und das Ihrer Familie suchen, schreiben Sie "Ich empfange" in den Kommentaren. Teilen Sie Ihre Erfahrungen von göttlichem Schutz und wie Gott Ihren Glauben gestärkt hat. Wenn dieses Gebet Ihr Herz berührt hat, drücken Sie ein Amen in den Kommentaren aus und fühlen Sie sich frei, Ihre Gebetsanliegen mit uns zu teilen. Denken Sie daran, indem wir unseren Glauben verkünden und auf die Verheißungen Gottes vertrauen, bauen wir eine unerschütterliche geistige Festung gegen die Widrigkeiten auf. Jedes Glaubenswort und jedes Gebet stärken unsere Bindung zu Gott. Bleiben wir unerschütterlich im Glauben, im Wissen, dass wir mit Gott an unserer Seite unbesiegbar sind. Verleihe mir, göttliche Vorsehung, die unerschütterliche Glaubensgabe, die dich als den göttlichen Ich Bin, den Schöpfer von Wegen in der Weite des Nichts, erkennt. Ich sehne mich zutiefst nach einer frommen Stimmung, wie sie David hatte, mit dem brennenden Wunsch, deinem Herzen nachzujagen und dich in Geist und Wahrheit zu erhöhen. Ich flehe an, höchster Schöpfer, um den Mut der furchtlosen hebräischen Jünglinge, den Mut, jeden falschen Gott meiner Existenz zu zerstören, den Mut, mich nicht vor dem zu beugen, was versucht, deinen obersten Platz in meiner Seele einzunehmen. O himmlischer Vater, ich flehe darum, dass deine Größe in meinem Leben blüht, während meine eigenen Ambitionen verblassen, damit deine Herrlichkeit in jedem Aspekt meines Seins erhoben wird. Ich preise deinen erhabenen Namen mit einem Herzen voller Lob und Verehrung. Ich bin dankbar, dass du meine Gebete erhörst, dass du bei mir bist auf jedem Weg und alle meine Entscheidungen leitest. Im Namen des auferstandenen Jesus, hege den Wunsch, dass meine Worte und Taten immer die Wärme deiner Liebe und das Licht deiner Weisheit ausstrahlen. So bete ich, Amen. Ich rufe jeden von euch auf, über diese Worte nachzudenken. Wenn du fest entschlossen bist, ein Herz wie David zu suchen, den Mut der hebräischen Jünglinge zu besitzen und zu verblassen, um Gott in deinem Leben zu vergrößern, dann ist hier die Aufforderung, dein Amen in den Kommentaren zu verkünden. Möge dieser Moment des Gebets der Anfang eines aufrichtigeren Glaubensweges und eines Lebens voll wahrhaftigen Lobpreises sein. Wenn du Zeugnisse darüber hast, wie die Wunder der Hand Gottes in deinem Leben wirken, ermutige ich dich, sie in den Kommentaren zu teilen, damit wir gemeinsam unseren geistigen Zusammenhalt stärken und erheben können. Bedenkt, dass der Glaube eine unaufhörliche Expedition, ein andauerndes Erlernen und Hingeben ist. Möge jeder von uns danach streben, den Schritten der Männer und Frauen des Glaubens, die uns die Bibel offenbart hat, zu folgen, und mögen unsere Leben ein Spiegelbild der Liebe und der Majestät Gottes sein. Möge der Friede des Herrn in euren Herzen wohnen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.